Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Fortnite mit mir, dem Bumble, und heute mal ohne Kamera, nicht? hat jetzt keinen besonderen Grund, warum ich jetzt die Kamera ausgelassen habe. Ich habe nur keine richtige Lust gehabt, den Bluescreen gerade aufzubauen. Und zwar will ich ja demnächst sowieso ein bisschen was ändern und dann ist das mit dem Bluescreen sowieso Geschichte, hoffe ich, ja. Und zwar, ich will ein bisschen mein Wohnzimmer quasi renovieren, Ende März jetzt, soll das irgendwann losgehen. Und da will ich ein bisschen die Computerecke komplett neu aufbauen, ja, dann werde ich da eventuell auch mal ein kleines Video von drehen, wie das denn alles aussieht. Und dann werde ich auch keinen Bluescreen mehr brauchen, weil dann kann ich auch meinetwegen den Hintergrund aufnehmen, ja, dann ist das halt nicht mehr so wild, ja, weil so sieht man ja quasi jetzt im Moment die komplette Wohnstube und das wollte ich ja immer nicht. Wenn das fertig umgebaut ist, dann wird man das nicht mehr sehen. Dann wird doch der Rechner von Miss Nussbrick auch noch ein bisschen mit eingebaut, jeweils mit zugezogen. Über den Rechner will ich ja dann später mal aufnehmen oder mal streamen. Ja, also ich will ja beide Rechner dann irgendwie miteinander kombinieren. Zurzeit ist das noch nicht möglich, aber bald hoffe ich, ja. Sie freut sich, ich freue mich auf den neuen Umbau. Und ja, ich hoffe, das läuft doch alles denn soweit gut. Ne? Darum jetzt einfach mal ohne Kamera. Ist ja auch nicht so wild, das Spiel ist ja auch das Scheinende und Interessante. Ja, so, wo sind wir denn stehen geblieben bei Fortnite? Und zwar, ich wollte mich noch mal ganz bisschen so ein bisschen dolle, weniger dolle, doch sehr dolle sogar, entschuldigen für die letzten Folgen. Da bin ich ja dann doch ein wenig stinkig geworden, ja, also das muss ja auch mal sein, wegen dieser letzten Mission da mit dem Medbot, ja. Also ich habe die Medbot-Mission jetzt quasi abgeschlossen, das habe ich jetzt in Offscreen gemacht, auch mit dem Hoverboard, nochmal Dankeschön, an diejenigen, die mir da in den Kommentaren geschrieben haben und geholfen haben. Und an der Stelle wollte ich nochmal den Jonas27 grüßen und den Ich Brauch's Gar Nicht. Ja, die beiden möchte ich gerne nochmal grüßen. Falls ich es irgendwie vergessen habe, es tut mir leid, wenn ich haut's nochmal bitte unter den Kommentaren. Ja, ich notiere mir das dann nochmal. Ja, und dann seid ihr dann in den nächsten Folgen dran, also in der nächsten Aufnahmesession quasi, ne? So, ich gönne mir mal einen Kaffee, weil ich rede schon wieder wie so ein Wasserfall, ja. Entschuldigung. So, den Hoverboard, den, wie gesagt, den habe ich jetzt endlich bekommen. Ich weiß auch jetzt endlich, wie er funktioniert und wie man den erstellt. Und zwar quasi musste man diese Oldtimer-Autos quasi zerstören und da droppen hin und wieder seine Bauteile dafür. Und da brauchte man 10 Stück für und dann hat man das Ding. Ne? So, weiter geht's in unserer Mission. Und zwar, wir müssen jetzt schließe 3 Blutlo-Saugheber in einer 23 plus Zone ab, ne? Und das in zweimal sogar. So, warte mal, wenn ich das jetzt richtig verstehe, also wir sollen ja einmal schließe 2 Missionen in einer 23 plus Zone ab, das ist okay, ja, schließe 3 Blue-Glow-Saugheber Missionen ab. Das heißt ja, dreimal sollen wir das machen. Dreimal in einer Mission. Erfolgreich. Ich hoffe, das funktioniert auch. So, wo sind wir eingestiegen geblieben? Bei den Fertigkeiten, das haben wir heute schon erledigt. Also ich habe jetzt hier Forschungspunkte schon. Ich skille gerade so auf Standhaftigkeit und auf Angriff. Ja, gerade so für Nahkampf ist das bestimmt ganz gut. Und danach werde ich hier unten weitergehen, ne? So, hier können wir die 20 Punkte nochmal sammeln. Wie sieht's aus? Waffenlager, Rucksack. Wir haben derzeit, ich habe auch mal ein bisschen aussortiert wieder, ja. Gerade die halb kaputten Sachen. Also hier, das hier geht ja alles noch, ja. Das hier auch nochmal habe ich jetzt quasi umgewandelt oder quasi recycelt, wiederverwertet. Ne? Ich habe ein bisschen Munition in den Rucksack gepackt. Hier ist jetzt nichts Weltbewegendes dabei. Hier, da muss ich mal ein bisschen Teile loswerden. Ich muss da mal ein bisschen was in der Welt wegschmeißen quasi. Ne? Das ist einfach teilweise echt zu viel. Ja, so viel braucht man echt nicht. Waffentechnisch, wir haben hier noch die 20er, ich habe jetzt das schon ein bisschen aufgewertet und zwar habe ich hier noch die 34er. Ich glaube, die würde ich mir einmal jetzt herstellen, nochmal fix. Und die hier, warte mal, bei Wiederverwerten, wir nehmen jetzt die 20er, verwerten die einfach wieder. Ne? So, wiederverwerten, zack. Gut, und die neue, wo ist er denn? Da ist er. Die rüsten wir gleich mal aus. Ja, die Reihenvögel können wir so lassen, das ist okay. Die können wir demnächst auch mal eine neue bauen. So, dann gucken wir mal in die Karte. 23 plus Zone und Saugheber. So, wo kann man den Saugheber am besten gebrauchen? Eigentlich bei dem Schutzbunker, ja? Bekämpfe den Sturm. Haben wir hier irgendwo Schutzbunker? Haben wir nicht? Ist hier keine einzige Schutzbunker? Doch, da oben. Ja. Aber keine 23 plus. Warte, also das wäre gerade zu dolle, glaube ich.
Ja, die da oben. So, das heißt, wir müssen uns hier eine neue aussuchen. Was könnte man machen? Wir könnten Rette die Überlebenden machen. Ja, das klingt ganz okay. Rette die Überlebenden, das ist... Ich glaube, das geht auch eigentlich von der Zeit her, würde ich sagen. Dann haben wir bestimmt auch mal ein bisschen Zeit, hier diesen Saugheber zu machen. Wir starten einfach mal, ja? Gucken wir mal rein. Die Aufträge habe ich auch mal ein bisschen aktualisiert, quasi, was jetzt markiert ist und was nicht. Ja, das sind so relativ Sachen, die man immer so mal nebenbei machen kann. Okay, einer ist auf jeden Fall schon mal dabei. Ich starte mal die Runde. Ja, und wie gesagt, nochmal sorry für die letzten Folgen, wo ich ein bisschen stinkig war. Das gehört auch, glaube ich, teilweise auch mal ein bisschen mit zum Spiel dazu, ja. Wenn man über ein Spiel nicht fluchen kann, dann ist es, glaube ich, auch kein gutes Spiel. Also man muss sich auch manchmal ärgern. Wenn es zu leicht wäre, dann wäre es auch irgendwo doof, oder? Ja, irgendwo muss ja auch eine gewisse Herausforderung sein. Und ja, ich habe vielleicht keinen guten Tag gehabt, aber so ist das manchmal, ne? So. Gut, jetzt sind wir hier. Wir haben 18,5 Minuten Zeit. Okay, wir sollen ja, wie gesagt, die Überlebenden retten. Genau, 6 Stück. Achso, hier ist ein Kollege von uns. Was? Ach, sei doch ruhig. Was denn jetzt? Warum kann ich ihn hier nicht bauen? Ah, jetzt. Warte, wir bauen hier einfach mal ein bisschen abstrakt. Ist ja nicht so blöd. Warum geht denn das hier nicht? So. Ganz easy und einfach. Hier ist ein... Was ist hier? Ein Saugheber. Aber ich würde erstmal, glaube... Ganz fix, oder suchen zumindest, relativ fix, Überlebenden zu retten. Pass auf, ich renne jetzt einfach mal hier oben lang schon mal. Oh, warte! So, Hoverboard. Wollte ich ja zeigen. So. Wenn ich zum Beispiel lange meine mittlere Maustaste gedrückt habe, dann habe ich mein Hoverboard. Ich habe mein Hoverboard. So, und mit einfachem Klick einfach wieder. Da ist es wieder. Die normale Gehweise, ne? So, da sehe ich ein paar Zombies. Gegner in der Nähe. Die ratzen wir einfach mal kurz weg. Du bist nicht auf der Liste, aber jetzt schon. Okay, mein Freund. So, was wird mir denn angezeigt hier als, ach, Feuerwerk, okay, Feuerwerk brauche ich nicht mehr. Ich weiß nicht, warum mir das immer noch angezeigt wird. Auf dem Bildschirm vor dir siehst du alles, was der Kommandant sieht. Du wirst uns helfen, deine Freunde zu retten. Hey, kann man hier was einsammeln? Okay. Gut, ja, dann ist das halt so, ne? Gut, so, Überlebende retten. Da ist einer. Überlebende in Gefahr. Sturmwiderlinge! Ja. Beschütze dich! Überlebender in Gefahr! Glück prügeln sie noch auf das falsche Auto ein. Ja, und wie gesagt, mit der Kamera, das kriegen wir irgendwann wieder hin. Ich habe sogar noch eine andere Kamera im Blick. Die ist halt nur noch ein bisschen teuer. Aber die würde dann wirklich das Full HD in 60 FPS schaffen. Das schafft ja meine aktuelle Kamera nicht. Die schafft ja maximal 30 FPS bei Full HD. Ja. Aber diese neue Kamera ist halt schweineteuer. Ist halt wirklich schweineteuer. Das glaubt mir keiner. Warum nicht? Schon fertig? Gute Arbeit. Weiter so. Gut, das war der erste. Da vorne ist noch ein zweiter, so wie ich das sehe. Ja, ich bin unterwegs. Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. Hilfe, bitte! Oh. Sag mal nach. Wow! Da. Du bist weg. So, bitteschön. Leben retten. Von deiner Sorte. Gut. Eine Belohnung gab es ja dafür nicht, ne? Okay. So, da vorne sind noch welche. Sehe ich gerade. Überlebender in Gefahr. Ja. Ich helfe sofort. Bin sofort bei euch. Na toll, hier ist ein Medbot. Will er mich verarschen? Will er mich verarschen? Ja, komm, können wir machen. Wo sind hier der zweite Überlebende? Noch eins. Seht ihr jetzt als Überlebender? Ja, ich glaube. Warum sind hier eigentlich zwei? Ist hier drinnen noch irgendwo einer?
über mir, ja? Wenn ich das richtig sehe. Ist hier irgendwo eine Treppe? Keine Treppe irgendwo, ne? Überlebender in Gefahr! Rennen wir mal hier hoch. Du, spring doch mal da hoch! Leben gerettet! So, hier muss irgendwo noch eine Etage höher. Da war bestimmt unser Kollege schon, wa? Kann ich nicht? Okay. Gut, dann wurde die Mission also schon aktiviert. Gut. Ja, ich möchte gerne Cola. Gerettet. Ein noch. Das ist ja der hier. Da müssen wir irgendwo hin. Kann nur leider mit dem nicht reden. Ja gut, wir können uns... Überlebender in Gefahr. Oh, da unten. Hoverboard. Hoverboard. Wenn man Schaden... Alles klar, okay. Das heißt nicht, du musst... Also noch nicht. Wenn man also Schaden kriegt, dann fliegt man automatisch vom Hoverboard. Okay. Dennis hat was? Er meinte, er müsste... Aber ja, ich springe ja. Oh, kann ich. Kein Schimmer, was er im Sturm wollen könnte? Ja, schon, aber dafür hätte er mir mal zuhören müssen. Also, nein. Falscher? Nö, gibt's auch nicht, okay. Ich bin da. So einfach. Wow. So, gut, damit haben wir den letzten Überlebenden. Leben gerettet. So, jetzt können wir uns auch um diese Saugheber quasi kümmern, ne? Überlebenden... Fertig. Bonusüberlebende muss ich jetzt nicht machen, weil dann kann ich jetzt auch meine Mission machen. Lad mal nach, bitte. Danke. Überlebender in Gefahr. Mal, sind wir eigentlich nur zu zweit? Nee. Eigentlich vier Mann, ja. Ich sehe immer nur den einen hier. So, Herr Saugheber, ich würde gerne dich verteidigen. Wie komme ich denn hier rein? Gibt es hier eine Tür? Ja. Bist du Buggy? Na, bei dir sieht das so einfach aus. Okay, so. Wir brauchen eine größere Barriere. Irgendwas! Überlebender in Gefahr! So, aktiviere den Saugheber. Quatsch. So, upgraden wollte ich ein bisschen. Ein kleines bisschen. So, zack. So. Muss ich den jetzt nur aktivieren oder muss ich den jetzt auch verteidigen? Oh, ich muss den nur aktivieren. Na gut, dann sind jetzt meine. Dann waren jetzt meine Fallen umsonst. Okay, Entschuldigung. Wo bin ich denn gerade? Da unten bin ich gerade, okay. So, Hoverboard. Ganz egal, was er da für dich machen will. Hoffentlich, ergibt es Sinn? So, dann haben wir noch 10 Minuten Zeit und dann können wir noch ein bisschen so. Nebenmission machen. Auf dem Radar. Ich will jetzt nach dem Saugheber da unten. Da ist er, genau, da ist er. So. So, zählt das jetzt? Aktivierung, verteidige Saugheber. 1 von 3. Achso. Ach, Mist. Ja, okay. War das doch nicht umsonst. Dann fliege ich jetzt. Vielleicht ist abgebrochen. So. Ich fliege jetzt nach dem Saugheber da unten zurück und verteidige den. Dann haben wir den schon mal erledigt. Nein, tut mir leid. Ich helfe jetzt nicht. Tut mir jetzt ganz herzlich tolle leid. Aber nein. Oh, ist das schön. Wie kommt man damit auch Treppen hoch? Ah gut, da können wir auch laufen. Wir müssen ja nicht total die faulen Schweine sein, oder? Okay. Da. Aktivieren, bitte. Danke.
Mehr Menschen, weniger Leichen. Was nichts, will man mehr? Nicht schaffen können. Gute Arbeit. Weiter so. Hey, die haben wir gerade erst gebaut. Ins Gesicht! Ja, verteidig mal. Ey, renn hier nicht durch. Du Lümmel. Ja, du gehst schon vorher auf, das ist nice. So, aktiviere Saugheber erneut. Okay, können wir machen. Der Charny kriegt. Ich weiß zwar nicht genau von was, aber er hat Charny kriegt. Ist hier irgendwo eine Hexe gewesen? Ah, ah. Also, ich hole mal mein Schwert hier raus. So. Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. Drachenschlag! Kommt mal her hier, meine Freunde. Reparieren, bitte. Oh, was? Ich sehe gerade... Oh, nee. Also jetzt nicht, dass der Schaden kriegt. Und ja, das ist auch ärgerlich. Bei dir sieht das so einfach aus. Nee, ich sehe gerade unten, seht ihr da die Nachricht? In 30 Minuten wird Zirber gerottet. Lasst unsere Festung in Ruhe. Warum kriegt ihr eigentlich Schaden? Hauptsache, du überlebst. Ah, da hinten offen. Bleib stehen. Mal sehen. So, aktiviere Saugheber erneut 3 von 3. Okay, gut, dann machen wir das jetzt noch zu Ende. Das ist ja aber jetzt. Ah, nee, ist ja schon fertig. Gut, so. Na, da haben wir wenigstens einen Saugheber gemacht in der Zeit. So, den hole ich jetzt mal meinen Harbor-Bot. Achso, ich habe gar keine Rohstoffe mehr. Okay, dann müsste ich also doch noch sogar noch mal ein bisschen farmen, wa? Gut, dann farmen wir einfach noch eine Runde. Ja, einmal Saugheber haben wir gemacht. Ich weiß nicht, ob ich in den 5 Minuten noch mal einen Saugheber schaffen würde. Keine Ahnung. So, hier sind so viele Ausrufezeichen. Ich glaube, das sind hier teilweise sehr viele Feuerwerke, beziehungsweise diese goldenen Zettel, glaube ich, ja. Ah, das ärgert mich gerade. Ich weiß nicht, wann der Server denn auch wieder da ist und wie es dann weitergeht. Mensch, muss ich wieder unterbrechen. Jetzt habe ich mir gerade so viel Zeit genommen zum Aufnehmen. Und dann kommt mir sowas wieder in der Quere. Das ist zwar ein bisschen ärgerlich. Ehrlich jetzt. So, ich renne mal zum Saugheber unten. Dabei können wir noch ein paar Steinchen mitnehmen. Okay, das kann ich nicht mehr abbauen. So, ein bisschen Holz. Noch 5 Minuten. Ja. Ich glaube, den Saugheber schaffen wir nicht mehr, oder? Na gut, ich habe ja jetzt theoretisch gezeigt, was wir da machen müssen. Ne? Wenn ich muss ich das in Offscreen zu Ende spielen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss echt gucken, wie ich das hinkriege, auch von der Zeit her. Ich weiß ja jetzt nicht, wie lange diese Serverwartung funktioniert. Und alles. Muss ich gucken, ja, wie ich Zeit habe. Ansonsten machen wir das natürlich zusammen. Diese Mission zu Ende. Ich muss echt gucken. Kann ich leider nicht versprechen.
So, warte, ich mache mir hier noch den Steinchen weg. Weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Bearbeiten. Oh, ich weiß, sie sind irgendwo da draußen. Ach, hier kann ich nicht hinbauen, okay. Zack, 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 zack. Kann ich hier einfach sitzen? Nein, kann ich nicht. So, hier machen wir mal ein Türchen rein. So, dann hauen wir hier noch ein paar Fallen ran. Ich weiß gar nicht, aus welcher Richtung der Gegner überhaupt kommen wird. Aber von dem Fallen haben wir ja eigentlich ein paar, ja? So, hier so die Schwachpunkte. Auf gar keinen Fall. Schwachpunkte können wir noch upgraden ein wenig. So. So, pass auf, wir aktivieren die Kiste und gucken, ob wir es noch schaffen. Wo war denn hier das Aktivierungsding? Da. Geht auf, Widerlinge! So, die kommen zum größten Teil von da vorne, das ist okay. Unsere Festung wird angegriffen. Ah, lad mal nach. Ganz ruhig, hier kommt alle dran. So, dann schaffen wir eventuell sogar noch die zweite und das wäre noch sehr, sehr nice. Jetzt reparieren. Volle Magazine. Sehr schön. Au. Der hat meinen guten Stein kaputt gemacht. Warte mal, ich will noch mal ganz kurz hier einen Stein zum Reparieren. So, jetzt können wir wieder. Noch 2 Minuten, bis ich dich da rausholen muss. Ja, der Saugschieber hat schon wieder Schaden gekriegt, okay. Okay, von da oben. Oh oh. Fallen da rein. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Ich bin ein Bär. Du bist kein Bär. Und wo kommen sie denn? Von da. Ich weiß, sie sind irgendwo da draußen. So, pass auf, wenn nicht, bleibe ich hier. Notfall hier drin, ne? Tut mir leid. Ah. Hey, unsere Festung wird beschädigt. Oh, ich komme nicht mehr hoch. Munition! Gleich geht's los! Nur noch 30 Sekunden! So, gut, das haben wir auch geschafft. Schön. Vollständig abgeschlossen, nur von 1. Mission abgeschlossen. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit ist denn jetzt die Mission? Das steht da jetzt gar nicht mehr, oder? Ich habe keine Zelte durchsucht, okay, das ist auch okay. Dennis gerettet haben wir auch nicht gemacht. Überlebende. Das ist Dennis! Na gut, Dennis. Irgendwas, was du getan hast, hat den Sturm verdammt verärgert. Gut. Ich hasse den Sturm. Diese Haltung bringt jetzt eigentlich nicht so viel. Ich kann's nicht fassen. Das waren fast alle. Gut gerettet. Haben wir's noch geschafft? Ich weiß es nicht, aber. Da gucke ich gleich. Haben wir's noch geschafft? Das war aber noch ein bisschen actionreich hier gerade zum Schluss. Entschuldigung dafür. Boost. Okay, das ist ja nicht.
Okay, die 23er Zonen sind eigentlich schon zu leicht für uns, da ich die schon echt sehr oft gespielt habe. Okay. Gut. Ja. Quasi um 10, ja. 10 Uhrzeit wird der Server runtergefahren. Gut, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz in die Mission, wie weit wir gekommen sind. Ne? Wir nehmen ja nebenbei noch ein Käffchen. So, einmal öffnen bitte. Ja, Anhänger. Ja. Ja, Skizzen XP ist sehr nice. Ja, farmfrohe Nacht. Frühjahrsturmgold haben wir bekommen. Okay. Schließe 3. Das haben wir nicht geschafft. Das ist natürlich. Okay, da sind wir überhaupt gar keinen Fortschritt. Also müssen wir wirklich 3 blutlose Saugheber in einer. Okay, gut, wir haben jetzt nur 2 geschafft, ja. Okay, gibt es irgendeine Mission, wo man echt sehr viel Zeit hat? Weil eigentlich haben wir uns schon beide, oder? Repariere Schutzbunker. Ey, das ist neu reingekommen. Der war vorhin noch nicht da. Gut, es macht leider keinen Sinn für mich jetzt noch hier eine Aufnahme zu starten, weil der Server ja gleich gewartet wird. Das heißt, wir haben 30.000 überlebenden XP. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ausrüsten. Levelausstieg, ja. Und dann machen wir die ein bisschen höher. So. Weg. Wer ist noch in Einsatz? Er ist noch in Einsatz. Ihn können wir auch nochmal ausrüsten ein wenig. So, das gibt ja alles natürlich Bonus, das ist ja nicht umsonst, ja. Hier, das ist ein wenig gestiegen. Und wenn man quasi die Werte denn anguckt bei Einheiten, nicht hier Verteidiger, sondern eben in Einheiten. Ja, das gibt ja alles Bonus-Dinger drauf, ja, quasi hier. Bei Angriff plus 21, hast du nicht gesehen, ne? Gerade wo dann schon sehr viele Leute freigeschaltet sind, wo man schon sehr viele reinschalten kann. Hier, ja, Angriff plus 100 und sowas alles, ja. Das macht sich dann doch irgendwo alles bemerkbar, so in der Zeit. Wie sieht es eigentlich im Event aus? Waffenlager-Slot. Gut. Wukong. Hier. Verstärker Grizzly. Was ist das? Eine blaue Einheit? Okay. Das ist ein Entdecker und ein Verstärker. Aha. Gut, da können wir uns jetzt erstmal gerade nichts leisten, so wie ich das sehe. Aber was wir noch machen können, ist Skizze. Ich würde gerne hier auf 2 Sterne aufrüsten. Das sollte ja eigentlich jetzt machbar sein. Genau. So, damit wird er denn quasi von, was ist denn derzeit, auf 37 oder sowas? Jetzt auf 43. Mal einen guten Schaden dazu. Gut, das haben wir auch. Sehr schön, damit ist es zurzeit unsere stärkste Waffe anscheinend. Was macht denn das für SPS 1200? Okay, macht noch ein bisschen mehr Schaden. Aber schon mal nicht schlecht. Gut, Helden. Wir haben jetzt zurzeit unseren Helden. Kann ich auch nochmal ausrüsten? Ja, weiterwickeln. Ah, auf 2 Sterne. Schön. Was haben wir denn jetzt? Wurfstern haben wir jetzt dafür wieder freigeschaltet. Schön, das hatten wir damals bei den anderen Ninja auch schon gehabt. Und Level 11. Prima. Gut. Damit würde ich dann einmal sagen, was. Okay. Wir beenden die Folge für heute. Ja. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Oh, das ist schon wieder 1/2 Stunde. Na gut, Serverwartung, ja. Ist halt so, ne? Wir sehen uns in 2 Tagen wieder und ich hoffe, dass ich heute noch mal ein bisschen aufnehmen kann, wenn die Serverwartungen quasi vorbei sind. Ja, jetzt schaffe ich leider keine Aufnahme mehr dazwischen. Geht leider auch gerade nicht mehr. Okay, gut, also nicht mehr viel rumdrucksen. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss!